wir waren schon eine ganz große Sache. Ja. Also da sind wir auch alle dementsprechend engagiert bis in die Haarspitzen und da sind wir schon auch ein bisschen nervös. Ja, ist klar. Diese beiden Welten extrem gut zusammen. Die Frage ist, was essen für unsere Kinder und wo ist die Zukunft, was unsere Kinder essen? Das ist ein Riesenthema. Das wird sehr viel nachdenken. Diskussionen und so weiter. Das muss da sein. Ja. New York, weil einerseits New York der Schmelztiegel der Kulturen, der Küchen und so weiter ist und auch massenweise Trends setzt, nicht nur in der Kulinarik, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und darüber hinaus ist die USA unser zweites Zuhause als BMW. Wahnsinnige viel die Türen geöffnet, ja, man sieht es ja hier, nicht? Also das könnte man ja alleine ja gar nicht stemmen, ja, ohne kann man sagen, die Hilfsbereitschaft von BMW.